sind jetzt schon 3 Monate, ne? Und irgendwie haben wir in den 3 Monaten uns immer mehr und immer besser verstanden. Und du hast ja jetzt auch das Fotoalbum, das fertig ist, ne? Ja, das war hier. Ja, das ist der letzte Ort gewesen. Und ich meine, das gibt im Leben ja immer so ein, man sagt immer, dass es so Kapitel gibt, ne? Und irgendwann muss man ein Kapitel beenden. Und entweder man fängt ein neues an, so. Oder man schließt das Buch und stellt es in den Schrank. Und ich finde so, das erste Kapitel haben wir auf jeden Fall beendet. Und du weißt ja, dass ich für dich alles machen würde. Dass ich für dich eine Kugel fangen würde, ohne lange zu überlegen, so. Und dass ich ganz genau weiß, dass du das gleiche für mich tun würdest. Aber ich weiß auch, dass wir ja nicht so das normale Paar sind von nebenan, sondern dass wir ein bisschen ein paar andere Probleme ab und zu haben. Aber die haben wir bisher alle immer super gemeistert und es gab irgendwie nie den Moment, wo ich gedacht hätte, so dass das bei uns nicht mehr funktioniert oder dass wir auseinandergehen. Und eigentlich hatte ich vor, das ein bisschen besser zu machen und ein bisschen besser hinzukriegen. Wahrscheinlich waren meine Scherzanträge um einiges besser als der. Eigentlich will ich nicht. Ich will nicht mal, dass das so groß da rar ist. Ich will einfach nur, dass wir... Ja, okay, lass das heimlich machen. Ja, bin ich dafür. Habe ich nichts dagegen. Dass irgendjemand so sagt, vor uns steht und wir sagen, jo, dann gehen wir wieder. Okay, dann machen wir das so. Alter, du bist ein behindert, Mann. Wieso? Weil, keine Ahnung, du machst da so ein riesen Ding draus mit deinem Zwiebelring, dann mit... Nicht ein Tattoo gestochen gekriegt oder so? Was? Hast du nicht letztens erzählt, du kriegst ein Tattoo gestochen? Ja, ich hab kein Geld, Mann. Ich gehört Broke Life, ja. Yo, sind die 30 Minuten um? Noch nicht, aber... Aber? Ich glaube, ihr seid hartnäckig. Ja. Nice. Wo wollt ihr euch treffen? Welche Lounge? Da unten. Kirche? Oh, geil. Jo, können wir machen. Ja, ich glaube, 5 Minuten werde ich brauchen. Dann bin okay. Ich dort. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Okay, 5 Minuten ist er da. Wo denn? In der Kirche. Okay. Ja, machen wir jetzt mit oder ohne? Ja, weiß ich nicht. Das war doch die im Klamottenladen, ne? Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, der macht jetzt einfach so. Sonst würde er nicht da hingehen. Ah, das sieht doch gut aus. Was meinst du? Alles klar, dann. Weißt du überhaupt, wer du bist? Nee, hier weiß er nicht. Schönen Abend noch. Ja, woher weiß er denn? Also, er kann ja gar nicht wissen, dass... Naja, ich habe jetzt nochmal angerufen. Du hast 2-mal angerufen. Ja, ich habe ihm gesagt, also, ob er das halt machen kann. Dann haben die hin und her, weil von wegen, ja, und das könnte Ärger geben. Aber ich glaube, dass das halt nur so symbolisch sein soll und dass die ja keinen Heckmeck machen müssen, dass das für uns ist. Ja. Kirche Los Santos, grüß Gott. Ja, ich sollte noch nachfragen. Klappt das mit dem Heiraten oder nicht? Ja, wenn ihr das macht, dann ist es halt nur von der Kirche. Jojo, kein Ding. Offiziell ist das nicht. Ja, das ist klar, das ist nicht staatlich. Ja, genau. Also das klappt, ne? Ja, passt. Okay, alles klar, bis gleich. Bis gleich. Okay, das klappt. Bevor ihr den Bund der Ehe schließt, frage ich nun euch einzeln, ob ihr in eurer Ehe voller Freiheit und mit aufrichtiger Bereitschaft eingehen wollt. Hope, jo. Ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss deinem Bräutigam, Herrn Kohn, den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Willst du deinen Mann lieben, achten und ihm die Treue halten, all Tagen eures Lebens? Ja, auf wen? Herr Kohn, ich frage nun auch dich. Bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Braut Hope den Bund der Ehe zu schließen? Ja, das ist richtig. Willst du deine Frau lieben, achten und ihr die Treue alle Tage eures Lebens halten? Ja, klar. Könnt ihr jetzt noch... ich skippe den Part mit den Kindern. Ich weiß nicht, dass ihr noch nicht so weit seid. Korrekt. Korrekt.
Es wäre das noch vorgesehen. Ich gehe davon aus, ihr habt keine Ringe dabei. Mhm. Eigentlich schon, aber die sind an der Haut, also die sind schon dran. Ja. Die sind schon dran, okay. Also da ihr beide ja aus freiem Entschluss hier seid und miteinander die Ehe einzugehen, die unwiderrufliche Liebe und Treue zu begehen, dann werde ich die Ringe da jetzt kurz segnen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, du Ursprung der Liebe. Segne die Ringe, die diese Eheleute tragen, damit sie ihnen für das ganze Leben Zeichen gegenseitiger Liebe und Treue seien. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Doch, Amen. 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 Da die Ringe ja gesegnet sind, dass ihr das bei der. Dann kann ich euch hiermit vor Gott als Mann und Frau erklären. Und sie dürfen die Braut jetzt küssen. Ja, wir haben uns entschieden, einen zu rauchen, Mann. Danke, Mann. Korrekt. Ja, eigentlich Rauchverbot hier, aber es ist auch. Zeigt doch für Liebe, das ist nett. Ja, oder? Ausnahme, Mann. Ja. Weil das ist ja hier eh alles ein bisschen anders. Finde ich echt süß. Naja, eigentlich hast du keine Wahl, weil du bist ja auch mein Bruder und du weißt, dass ich dir alles sage und... Ja, aber Moment, wenn ihr irgendwas angestellt habt, ne, und ihr euch schon davor fürchtet, es Davis zu sagen, dann weiß ich gar nicht, ob ich das wirklich wissen möchte. Wir fürchten uns nicht. Ich möchte euch nur daran erinnern, da saß eine Hope irgendwo im Eck, ein LC stand an der Wand und ich stand ohne Waffen in der Mitte. Das stimmt. Und ja. Umso schöner ist doch, was jetzt passiert ist. Mhm. Richtig. Damit hätte niemand gerechnet damals in dieser Situation. Ich meine, guck mal, jeder geht ja auch so seinen Weg und ich war lange Zeit auf deiner Spur und dachte mir, es ist jetzt auch mal Zeit, so ein bisschen so den LC-Weg zu gehen. Weißt du, es ist ja auch scheiße, wenn die Brüder immer das Gleiche machen und so. Du weißt ja, Hope mag ich sehr, du ja auch, du magst Hope ja auch sehr und du hast ja auch schätzen gelernt und vielleicht habe ich mich heute dazu entschieden, ihren Heiratsantrag zu machen und du weißt ja, wie spontan wir sind und da dachten wir uns auch direkt heute, dass wir auch gleich heiraten. Ach, nicht euer scheiß Ernst! Ihr habt was? Ja, wir haben geheiratet. Ja. Okay, wait. Wann? Ja, vorhin. Also, als wir da kurz unterwegs waren. Ach, da wo ich Lamar euer Auto tracken ablassen? Ja. Da wart ihr mal schnell heiraten. Ja. Wisst ihr eigentlich, wie so eine Trauung funktioniert? Man lädt Freunde ein, man lädt Bekannte ein, man lädt die Familie ein, den Bruder, der Braut, den Bruder des Bruders, dann hat man Trauzeugen und ja. Vor allem fragt man erst den Bruder der Braut, vor allem wenn der Bruder der Braut ein echt übler Gangster ist, ein Halsabschneider. Ich denke, jedem hier sollte klar sein, dass es Dinge gibt, die ich nicht leiden kann, ne? Ja. 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 Und ich dachte eigentlich, jedem hier ist klar, dass es gewisse Dinge gibt, die man vielleicht besser nicht mit mir machen sollte. Aber genau das ist jetzt passiert. Und scheinbar haben mich hier ein paar Leute nicht ernst genommen. Deswegen werden wir jetzt einen kleinen Ausflug machen. Weil dachtet ihr, ihr kommt aus der Scheiße einfach so raus? Aus welcher Scheiße denn, Mann? Davis, mach jetzt keinen Mist. Ja, das macht uns schon gemerkt. Doch habt ihr. Ihr habt geheiratet ohne eure Homies. Homies. Was? Und das kann ich so nicht akzeptieren. Ich denke mal, wir haben hier was nachzuholen, ne? Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam den heiligen Bund der Ehe zu feiern.
Sie sind in dieser entscheidenden Stunde ihres Lebens nicht allein. Sie sind umgeben von Menschen, die euch nahestehen. Gott ist bei ihnen. Er ist der Gott ihres Lebens und ihrer Liebe. Er heiligt ihre Liebe und vereint sie zu einem untrennbaren Lebensbund. Geht die Linke? Geht auch die Linke. Gott, der Herr, hat sie als Mann und Frau verbunden. Er ist treu, er wird zu ihnen stehen und das Gute, das er begonnen hat, vollenden. Im Namen Gottes und seiner Kirche bestätige ich den Ehebund, den sie nun geschlossen haben. Sie dürfen die Braut nun küssen. Es ist ihre Hochzeit. Machen sie, was sie wollen. Hat jemand was? Da kann man mal klatschen. Oh Mann.